Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir sehen uns hier heute wieder im Winterdorf und ich habe wieder Snowflake dabei, mein kleines Schneeflöckchen. Und es geht erstmal die Eisrutsche runter ins Winterweihnachtsdorf. Es sind neue Pferde reingekommen und zwar die Weihnachtsaraber. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jetzt muss ich erstmal gucken, die müssten wahrscheinlich auch da oben beistehen, würde ich mal so stark vermuten und sagen. Ja. Da haben wir zumindest einen. Wo ist denn der andere? Muss ich erstmal gucken. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe die News noch nicht wirklich gelesen. Ja, okay. Ich guck mal ganz kurz, was da steht. Moment. Okay. Das andere Pferd ist wohl auch irgendwo hier im Winterdorf laut News. Gucken wir gleich mal. So, also, wir schauen uns natürlich hier das Ganze mal an, beleuchten das Ganze mal so ein bisschen von allen Seiten. Reingekommen ist der Araber und das hier ist der Schneetänzer. Die kommen beide mit einer Stärke von 1, 2 Disziplin, 3 Agilität. Und ich möchte die Texte vorlesen, denn die finde ich immer sehr, sehr schön. Kostenpunkt sind 950 Starcoins. Das ist die normale Variante dieser... Ja, ist es ein Apfelschimmel? Ist es ein Schimmel, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ja, hat er die Farbe. Es ist ein Apfelschimmel. Mit dieser schwarz-weiß-goldenen Färbung und der einen goldenen Strähne. Ein reicher Mann verlief sich einst im ersten Schnee des Winters. Er war sicher, dass seine Zeit gekommen war, als plötzlich ein wunderschöner Hengst auftauchte, ganz in Weiß, Schwarz und Gold. Der Hengst drängte den Mann aufzusteigen und trug ihn nach Hause. Seine Hufe hinterließen keine Spuren im Schnee, während er darüber hinweg galoppierte. Der Mann war von den goldenen Feldzeichnungen seines Retters überwältigt. Und anstatt Dankbarkeit zu zeigen, wollte er sich das Pferd zu eigen machen, als einen weiteren Teil seines Reichtums. Schneetänzer ist einer von Jorviks Wintergeistern, ein großzügiges und doch stolzes Pferd, das Beleidigungen nicht einfach hinnimmt. Er ist am beeindruckendsten, wenn er mit der Stute Schattenschild galoppiert, denn sie sind wie der Schnee, der unter einem klaren Nachthimmel im Sternlicht funkelt. Jeden Winter treffen sie sich in der dunkelsten Nacht des Jahres, in der der hellste Schnee liegt, um gemeinsam darin zu tanzen und einander zu jagen. Schneetänzer nimmt die Form eines Arabers an, geschickt genug, um über den Schnee zu laufen, wenn er nicht gerade in den Schneewehen spielt. Wie auch andere magische Jorviksche Pferde kann er seine wahren Farben verbergen, insbesondere wenn er jemanden als unwürdig erachtet. Er ist ein Pferd, das Wert auf Manieren und Dankbarkeit legt und hegt schnell einen Groll, sollte er beleidigt werden. Er mag Komplimente und freut sich, wenn seine Fähigkeiten und Schönheit geschätzt werden. Stell dich auf ein Pferd mit einem starken Willen ein, doch wenn du dir seinen Respekt verdienst, wirst du mit einem treuen Freund fürs Leben belohnt. Der ist mir sympathisch. Ach hier, hatte ich eben gar nicht gesehen. Oh Gott. Ja, hier haben wir jetzt das Stütchen. Hauptsächlich schwarz, aber auch mit mehr Gold, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Und mit Weiß. So, Schattenschild, genau. In einer Winternacht war eine Frau allein im Wald auf dem Heimweg. Banditen lauerten ihr auf, doch ehe sie sie ausrauben konnten, tauchte eine Stute aus der Dunkelheit auf. Die Frau erklomm den rettenden Rücken der Stute und sie rasten davon, dicht gefolgt von den Banditen. Als die Stute die offenen Felder erreichte, die vom Sternlicht erhellt wurden, hielt sie an. Die Frau war starr vor Angst, da die Räuber bereits nahe waren, doch die Banditen galoppierten an ihnen vorbei. Die Stute hatte ein Schild aus Dunkelheit erschaffen, der sie und Dev und die Frau verbarg. Als keine Gefahr mehr drohte, brachte die Stute ihre Reiterin nach Hause. Die Frau dankte ihrer Retterin mit Essen und einem warmen Stall für die Nacht, doch am Morgen war die Stute verschwunden. Seitdem empfand die Frau Winternächte nie wieder als kalt und verirrte sich des Nachts auch nicht mehr. Schattenschild ist einer von Jorviks Nachtgeistern, ein gütiges Pferd, das all jene beschützt, die in der Dunkelheit wandern. Sie ist am glücklichsten, wenn sie sich mit dem Hengst Schneetänzer Rennen liefern kann. Dann sind sie wie der Schnee, der unter einem klaren Nachthimmel im Sternlicht funkelt. Jeden Winter treffen sie sich in der dunkelsten Nacht des Jahres, in der der hellste Schnee liegt, um gemeinsam darin zu tanzen und einander zu jagen. Genau, das ist wieder gleich geschrieben.
Nummernschild nimmt die Form eines Arabers an, eine Rasse, die so ausdauernd ist wie der Nachthimmel. Wie auch andere magische Jorviksche Pferde kann sie ihre echten Farben und goldenen Markierungen verbergen, insbesondere wenn sie jemandem misstraut. Sie ist sanft, beschützend und neigt dazu, sich zurückzuhalten und zu beobachten. Sie reagiert auf Lob und Dankbarkeit und mag es, wenn ihre Mühen belohnt werden. Falls du genauso behutsam bist wie sie und die stillen Momente zu schätzen weißt, findest du in Schattenschild eine wahre Beschützerin und lebenslange Begleiterin. Also ich finde, das sind somit die schönsten Geschichten zu magischen Pferden, die Star Stable je geschrieben hat, muss ich sagen. Ich finde die beiden auch sehr, sehr hübsch. Die gefallen mir sehr gut. Trotzdem werde ich mir sehr wahrscheinlich keinen kaufen. Übrigens, guckt euch das mal an. Es ist einfach mega krass, wie groß der Isländer ist. Der neue Isländer ist einfach größer als ein Araber. Ja, auch Araber sind im echten Leben nicht besonders groß, aber größer als Isländer würde ich schon sagen. Oder müsste ich nochmal in die Rassebeschreibung gucken. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt spontan würde ich immer sagen, Araber sind größer als Isländer. Also ich finde sie sehr schön. Ich bin ja auch ein großer Fan der Araber. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde mir vermutlich keinen der beiden holen. Weil sie einfach sehr teuer sind. 950 Starcoins, sie sind zwar auch sehr schön, aber es sind irgendwie für mich trotzdem nicht unbedingt Weihnachtspferde. Ich weiß es nicht. Vielleicht entscheide ich mich noch um, aber momentan muss ich sagen, fand ich die ersten drei Weihnachtspferde weihnachtlicher. Oder die ersten drei Winterpferde fand ich winterlicher, weihnachtlicher. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, dann wollen wir doch mal gucken. Es sind jetzt wohl noch neue Rennen reingekommen. Da hinten sehe ich ein Ausrufezeichen. Hier, genau. Ümperle, der Helfer bei Rennen. Hallo, alle sind pausenlos damit beschäftigt, Dinge vorzubereiten, Kekse zu backen und Dekorationen aufzuhängen, dass sie völlig vergessen, was an den Feiertagen wirklich zählt. Ja, ganz genau, hohe Geschwindigkeiten. Ich habe einen Reitweg durch das Dorf angelegt, damit dich jeder vorbeirauschen sehen kann. Und keine Sorge, wenn dir irgendjemand im Weg steht, das ist die Person dann selbst schuld. Worauf wartest du? Schwing dich in den Sattel. Ich sitze doch schon. Ja, das Rennen durchs Dorf, das gab es ja die letzten Jahre auch immer. Ich bin mal gespannt. Oh, aber diesmal mit weihnachtlichen Hindernissen. Oh Gott. Hui, der Schlitten, der klingelt ja schön. Ich habe das Gefühl, der klingelt anders als die Jahre vorher. Oh, und die Musik ist toll. Hui. Dass sich der Weg so aufbaut, das haben wir auch letztes Jahr schon gehabt, beziehungsweise die Jahre davor. Aber nicht so cool. Nicht so cool. Aua. Hi. Na toll. Jetzt muss ich von vorne anfangen, da komme ich jetzt so schnell nicht mehr hoch. Egal, macht nichts. Also das sieht ja aus, als ob das eine Rennstrecke wäre von Elsa höchstpersönlich ins Leben gerufen. Wow. Also, gefällt mir bislang definitiv besser als das alte Rennen. Das alte Rennen war auch toll, aber das hier finde ich richtig grandios. Wie sich hier der Weg so formt und aufbaut. Das sieht einfach viel schöner aus, finde ich, als letztes Jahr und wie gesagt die Jahre davor. Und naja, von realistischer kann nicht wirklich die Rede sein, aber wenn es einen Weg gibt, der durch die Luft geht, dann ist das hier, finde ich, die realistischere Form als die Jahre zuvor. Und dann hier mit den Hindernissen noch, das ist ja richtig schön gemacht. Hier über den Oxer. Mega cool. Also mir persönlich gefällt es besser als die Jahre davor. Nein, ich habe es weggedrückt. Ah, irgendwas mit Hahaha, der gesagt hat, zum Rennen. Machst du dir Sorgen, dass du die Vorbereitung gestört hast? Ach was, in diesem Dorf muss definitiv weniger gebacken und mehr galoppiert werden.
Komm jederzeit wieder für einen weiteren Ritt durch das Dorf. Ui, 400 Erfahrungspunkte gab es jetzt gerade. Das ist natürlich krass. So, ich werde das auch nochmal natürlich machen. Ich werde aber gleich noch ein Stallgeflüster aufnehmen. Und ich glaube, das seht ihr dann erst. Oder ich glaube, das seht ihr tatsächlich schon vor dieser Folge hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl, nee, ich glaube, ich mache das alles ein bisschen anders. Aber warte mal. Da ist noch ein Stern. Ich glaube, das ist oben drauf. Ja, da ist es. Was das Beste an Weihnachten ist? Natürlich durch den Schnee zu rasen. Klingel, hör mal zu. Wir Wichtel haben gehört, dass unser Chef, der Weihnachtsmann, nach Fahrern sucht, die seinen Schlitten vor dem großen Tag testen. Wenn du den Job willst, zeig mir deinen Schlittenschein Klasse B, der besagt, dass du qualifiziert bist, auf Eis und Schnee zu fahren. Klingel? Du hast keinen Schlittenschein Klasse B? Dann musst du trainieren. Ich schicke dich zuerst in das Fix- und Frostig-Rennen. Zieh deinen Schlitten einfach dort den Hang herunter, dreh eine Runde um den See und triff meinen Kollegen Klimper an der Ziellinie. Du hast doch einen Schlitten dabei, oder? Klingel? Du hast doch keinen Schlitten? Na schön, wir können improvisieren. Reite einfach auf deinem Pferd. Achtung, fertig, los. Hoho. 1200 Erfahrungspunkte für das Rennen. Oha, das ist krass. Oh, und hier haben wir auch andere Musik. Ah, ich glaube, da könnte ich auch noch mehr abkürzen, indem ich durch das Gebüsch durchreite. Links rum. Ah ja, das ist aber so im Groben wieder das Rennen, wie es früher auch war. Nur, dass das Eis jetzt hier an der Stelle buggy ist und an sich ein bisschen hübscher aussieht. Ah, guck mal, es ist aber auch ein bisschen verändert worden. Minimal, aber effektvoll. Gott, was hat die eine dreckige Lache. Die hören sich an wie Minions. Oh mein Gott, sie hören sich einfach an wie Minions. Da ist ein Stern, aber ich glaube, den kann man nicht so einfach einsammeln. Ich glaube, der haut ab, wenn man den einsammeln möchte. Also die rennen richtig cool. Definitiv richtig cool. Halt, Moment, da geht's durch. Hier war früher immer Schluss an der Stelle. Ah, hier können wir uns überlegen, was wir für einen Weg gehen. Ah, guck mal, hier können wir wahrscheinlich auch, wenn wir das so machen, an den Stern rankommen, relativ easy. Das Rennen ist definitiv länger als früher. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte das bringt, wenn man das ein weiteres Mal macht. Mal fast 2 Minuten lang. Heftig. Bei den Glöckchen, das war eine schreckliche Technik. Klingel hat dich wegen eines Schlittenscheins Klasse B hergeschickt? Niemals. Du bist aus dem Rennen. Der Chef wird dich nicht in die Nähe seines Schlittens lassen. Probier's doch mal beim Osterhasen. Hab gehört, der wäre ein Softie. Klimper. Was sage ich immer? Harte Arbeit, Disziplin. Darum geht es bei Weihnachten. Okay, wir machen das so. Geh einmal am Tag zu Klingeln und versuch dich erneut am Rennen. Wir haben sogar einen Anreiz für dich. Marken. Diese Marken kannst du gegen Preise in der Eisboutique eintauschen. Ah, ich sehe schon, wie motiviert du auf einmal bist. Vielleicht schaffst du ja deinen Schlittenschein Klasse B noch vor dem großen Abend. Ja, das gab auf jeden Fall richtig, richtig krasse Erfahrungspunkte hier für Schneeflöckchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde mich jetzt aber an dieser Stelle für heute von euch verabschieden. Sonntag gibt es dann ein Stallgeflüster und zwar habe ich wieder ein bisschen was am Kanal verändert. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen an Projekten. Die fallen aber nicht weg, aber es ist ein bisschen anders. Also wenn es euch interessiert, dann auf jeden Fall Sonntag reinschauen und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.